Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Windows-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man in Windows 10 versteckte Dateien und Ordner anzeigen lassen kann. Das ist eigentlich sehr einfach und ich hätte nicht gedacht, dass es so oft benötigt wird, aber 10.000 Leute im Monat suchen danach. Dafür befinde ich mich zunächst auf dem Desktop. Wir begeben uns in die Suchleiste und geben hier Ordner ein. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir nehmen die Explorer-Option, denn das ist der schnellste Weg. In diesem Fenster wechseln wir den Reiter Ansicht und scrollen ein bisschen nach unten und haben hier versteckte Dateien und Ordner. Standardmäßig steht das auf Nicht anzeigen. Wenn wir den Punkt darunter auswählen, dann werden sie jetzt angezeigt. Wir drücken noch Übernehmen und hier OK und das Fenster ist weg. Es kann manchmal einen Moment dauern, das funktioniert irgendwie nicht immer so solide, wie man das möchte. Im Zweifel mal den Rechner neu starten und dann sollte sich das auch erledigt haben. Das war es auch schon sehr einfach, aber ich wollte es trotzdem mal gezeigt haben. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.